Schrille Outfits, krachende Bässe und tanzende Menschen auf Leipzigs Straßen. Am Samstag hat die 11. Global Space Odyssey Teile der Messestadt wieder in eine Partyzone verwandelt. Start der GSO war um 13 Uhr am Connewitzer Kreuz. Die Partyparade bewegte sich über die Karl-Liebknecht-Straße durch die Südvorstadt bis in die Leipziger City. Ziel der kulturpolitisch motivierten Musikkarawane war Lindenau. Mit 11 bunt dekorierten Wagen und mehr als 3500 Teilnehmern wurde ausgelassen gefeiert. Damit verbunden waren aber auch kritische Botschaften. So ist ein Ziel der Kulturdemo, legale Möglichkeiten für unkommerzielle Open-Air-Partys in Leipzig zu schaffen. Wir haben vor 2 Jahren ein Konzept geschrieben für Freiflächen, selbstverwaltete Freiflächen für Partys im Sommer. Das ist ja einfach gang und gäbe, dass Leute nach draußen gehen und da Kultur machen, Partys machen. Und wir haben versucht, da diese Veranstaltungen meistens illegal ablaufen, da eine legale Möglichkeit zu schaffen. Und das ist leider gescheitert. Also da gab es Gespräche mit der Stadt, mit allen möglichen Ämtern, aber erstmal ohne Ergebnis. In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Auflösungen halböffentlicher, aber nicht angemeldeter Musikveranstaltungen durch die Polizei. Mit dem diesjährigen Aufruf versuchen die Veranstalter nach eigener Aussage aber auch, Demokratiedefizite und Verdrängungsmechanismen in der Gesellschaft anzureißen. Während der Demo gab es keine Vorfälle zu melden.